stehen bleiben, ganz vorne stehen bleiben und ganz zum Schluss springen. Wie ich einfach Pro-like bin. Na gut, den musste ich bei den Bosskämpfen für Dingens, für Wolf, auch 100 Mal besiegen. Bis ich den Wolf freigeschaltet habe. Das war so eine ätzende. Ein ätzender Abschnitt, mein Leben. Spring hoch! Oh gut. Ich hab Hasenohren. Und ich bin riesig. Folglich heißt das, ich habe auch einen Riesenpenis. Ich wusste doch, ich habe einen Riesenpenis. Die Attacke kannte ich nicht. Die Attacke kannte ich jetzt echt nicht. Warte, ich schau mal kurz was. Ob du ein neues Kommentar hast? Nö. Okay, ich wollte nur wissen, ob wir jetzt auch unsere Audiospur aufnehmen. Das wäre ein bisschen peinlich, wenn... Nachsynchronisieren! Alleine! Ja, hätten wir nur über Skype gemacht, oder? Ja. Ich kann ja Bildschirmübertragung machen. Ja, ist mir auch egal. Weil du ja nur ab 5 Uhr Internet hast. Ja, das ist das Dumme! Egal, ich hoffe, es so, jetzt hoch, hoch, sofort! Hoch, hoch, hoch! Gut, wunderbar. Haben wir schon gleich mal geklatscht hier ein bisschen. Hoch, hoch, hoch! Immer Schaden zufügen hier. Das ist die einzige Phase, in der man ihn richtig gut angreifen kann. Anders kann man natürlich auch angreifen, aber hier kann man ja am besten. Das soll mir erstmal erklären. Wie kommt der von vorne nach hinten? Der fliegt unten wieder rum zurück. Nein, nein. Oh. Ich hätte unbedingt einen anderes Typen. Nimm das. Ich nehme das Laserschwert. Jetzt bin ich nämlich OP. Da hast du aber Glück gehabt, dass du nicht rausgeflogen bist. Ich wollte mal. Nein, 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 nein. Jetzt macht er diese Attacke. Die kannte ich nicht bis dato. Die kenne ich nicht. Seit wann macht er das? Seit heute. Das hat er wegen dir eingeführt. Ja. Komm, jetzt der Dicke macht ihn fertig. Sonst wäre jetzt geil. Ein Schlag tot. Ja. Warte, Vorsicht, ganz nach vorne. Und spring hoch. So, jetzt ist er dran. Wenn ich ihn treffen würde. Nein! Ich kenne diese Attacke nicht. Ich will sterben. Ich will sterben. Ich will einen anderen Charakter. Oh, oh, oh. Ja! Also mit, ich glaube, ich habe den gekillt. Nee, ich mit dem Hinterfuß in die Fresse. Die Statue! Die Statue! Gut. Das war gar kein, das war eine Bombe. Und jetzt kommt der nervigste Teil in dem ganzen Spiel. Warum? Das Labyrinth. Nein, wir sind jetzt nicht schon beim Labyrinth. Doch. Jetzt ist nämlich, die kommen da jetzt, nämlich die vereinen sich jetzt alle. Und das ist einfach so nervig. Das Labyrinth. Richtig, richtig nervig. Oder kommt noch, vielleicht kommt noch ein Level vorher, aber wir sind ganz so kurz vor einem Labyrinth. Oh ne, das müssen wir auch noch machen wahrscheinlich. Kämpfer beigetreten, Rob. Ja, sonst kommen wir nicht zum Endgegner. Und das ist so aufgebaut, du musst in einem durch das Labyrinth durchrennen, ja. Und, wie heißt das, alle Charaktere wieder befreien. Eingang zum Subraum, ja. Das ist das Level vor dem Labyrinth, da gehen wir in das Labyrinth rein. Das ist einfach so richtig ätzend. Das ist auch das längste, was ja. Möglich ist, oder? Was ist das für eine scheiß Subraumkanone? Das ist ein Schiff. Okay. Vor allen Dingen, das Schiff ist größer als die Kugel. Ne? Dann musst du dir mal geben. Oder als die Blase da. WTF ist doch eine Subraumkanone. Sag ich doch. Das hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Warum ist das Schiff größer als die Kugel? Und da sind Städte drauf. Für zwei Leute. Bowser und den anderen Typen. Ganondorf. Die Horde. Wie wenig. So ein Riesenschiff und nur 9 Geschütztürme? Ne, 1, 2, 5! Alter,
5 große Geschütztürme. Da hat die sogar mehr. Die hat 2. Aber für die Größe ist... Oh, kaputt. Kompletter Durchschuss. Das finde ich immer mit einer der epischsten Schlachten im gesamten Spiel. Ach, jetzt hat sie noch Lasergeschütze, ja klar. Ach, ist doch relativ gut bewaffnet. Ich wollte gerade sagen, hat nur noch 5 Geschütztürme. Dann finde ich etwas lächerlich. Kirby! Das war die Kanone. Jetzt nicht ehrlich, oder? Na ganz ehrlich, was hat das überhaupt für Schilde? Das ist ganz ehrlich mit eines der bestgepanzersten Schiffe, die ich kenne, muss ich einfach mal so sagen. Klar, da fliegt ein. Da fliegt Kirby durch und das ist kaputt. Was war das denn gerade, Mensch? Keine Ahnung. Das war so eine alte Rostlaube. Das haben die gerade nur so zusammengebaut. Guck mal, die ganzen Helden da. Okay. Spieler 1, Snake. Und jeder darf sich 2 Charaktere aussuchen. Ich nehme... Falcon! Bam! Wen nimmst du? Metanoid. Und welchen nimmst du noch? Weiß nicht, suchte mir einen aus, Fox. Wow. Fox, wow! Kann man leider nicht machen bei dem. 2 Stunden. So, nervigsten Level überhaupt. Man weiß nicht, ob da jetzt... Warum ist das das nervigste Level überhaupt? Deswegen. Weil ich die wieder den A-Knopf anstatt den B-Knopf gedrückt habe. Jetzt mal abgesehen davon. Ja, das, weil das mit dem Labyrinth schon wieder zusammenhängt. Und das Labyrinth ist einfach so nervig gewesen. Uns die besiegen hier. Das ist ja kein großes Problem. Ich habe ja Falcon. Bam! Guck, was soll ich? Falcon. Schade. Guck mal hier. Falcon. Bam! Oh, Metallpyramide! Schön. Boah, wir sollten, glaube ich, mal springen. Beziehungsweise für mich abmurken. Übrigens, ich habe deinen Charakter. Nee, ich habe Fox. Ja. Ich habe Falcon. Ich bin vorhin doch in ein Loch gefallen, gesprungen aus Versehen. Ja. Ja. Willst du eigentlich auch mal mit Controller spielen? Hatte ich dir eigentlich angeboten, aber wird wohl doch nichts. Ich mache jetzt diese geilen Attacken mit dem C-Knopf. Wie episch das einfach ist. Ich spiele übrigens mit einem GameCube-Controller vom Big Ben. Ja, das ist die Marke von GameStop. Kannst du jetzt den mal raushauen? Danke. Weißt du, da habe ich gesagt, guck mal, was für Komplexe. So, hau die Portale kaputt. Wunderbar. Und jetzt nur das Portal hier oben, dann sollten wir eigentlich relativ schnell fertig sein. Weißt du was? Vollkommen. Okay, mal. Let's play alleine. Let's play together alleine. So. Ein Let's play together, wo ich einfach nur rede. Genau. Das ist doch so schön. Ja. Und wie geht's euch so? Habt ihr auch schon Ferien zu diesem Zeitpunkt? Wir haben heute den 6. Du weißt nicht, wann unsere Ferien beginnen? Nee, die fangen eigentlich am 9. an. Heute ist der 6.7. Ja, habt ihr auch schon Ferien? Habt ihr noch keine Ferien? Oder hattet ihr da? Ich weiß ja nicht, ob das heute hochgeladen wird oder erst ein paar Tagen. Also das wird in ein paar Tagen hochgeladen. Wir nehmen jetzt schon wieder immer eine Stunde auf. Gut, okay, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das in ein paar Tagen kommen wird. Dann wollen wir mal hoffen, dass ihr schon Ferien habt. Bayern dürfte dann eigentlich auch schon haben. Die kriegen, glaube ich, nächste Woche. Weiter. Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Genau. Sagt es uns einfach. Sachsen hat jetzt schon.
Also die Region da. Wow, 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 wow. Guck mal, wie gut ich einfach war jetzt hier. Vorhin bin ich da sofort runtergefallen. Weil du ein Idiot bist. Ich bin kein Idiot. Einziger Idiot bist du hier, denn ich hab die Blume. Guck, und ich hab den da runterhauen. Warte, Autoscrolling. Nein, 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 nein. Lalalal. Oh, scheiß Föhn, verpiss dich. Nimm die Figur, neben dir. Drück A. Gut. Wo bist du? Da. Guck mal hier. Ah, oh, nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel noch durchkriegen. Nö. Ich habe echt die Länge von dem Spiel damals unterschätzt. Ich sagte, er wird ein relativ kurzes Projekt, ja, von wegen. Ja, sieht man ja. Na gut, wenn man die Pause abzieht. Guck mal, guck mal. Soll ich das mal wegmachen? Nein, nein. B hoch. Wow, heftig. Gerade so. Alter. Geht doch. Hau die beiden Metallprimiden weg. Wunderbar. So. Hier kam doch gerade irgendwas. Ich bin hier nicht... Da, ja. Wow. Da war das Ding. Ich verbuddel hier mal was. Vorsicht. Da habe ich einen Haufen hingelegt. Lass den drüber. Hau den Hals. Hau den Hals. Hau das lange Ding, was das ausgefahren hat. Und jetzt rein da, rein da, rein da, rein da hauen immer. Genau, genau. Mach die Attacke noch mal kurz. Oh nein. Nein! Nein! Jetzt kriegst du Forken! Komm, wir tauschen mal Controller. Controller und Vorsicht, ich schwitze immer. Ich auch. Geht. So, jetzt ist er vor. Jetzt bin ich Forken, genau. Ich bin jetzt Spieler 2, Leute. Auch mit V-Controller, mit Fernbedienung ist das. Da ist A und da ist B, der kleine Knopf daneben dran. Hochspringen tust du mit dem Knopf. Also. Ja, das war jetzt super. Ach Mist! Ich war ja gar nicht Spieler 1. Fortsetzen. Können wir den ganzen Mist normal machen wegen dir? Weil du wieder mit dem Controller nicht zurechtkommst. Klar, erstes Mal der Controller und ich soll perfekt damit klarkommen. Ja. Ich hab ja auch nur 5 Minuten Eingewöhnungszeit gebraucht. Ich hab doch nicht mal 5 Minuten. Ich weiß. Aber ich wollte es nur festhalten, dass ich 5 Minuten Eingewöhnungszeit gebraucht habe. Und du es in 10 Sekunden nicht geschafft hast, dieses Ding zu meistern. Annähernd so perfekt wie ich hier. Soll ich mal eine Mörser-Attacke machen? Bam! Boah, ich hasse Fluss. Guck mal, Mörser. Kannst du auch einstellen, wo die Bombe fliegt? So halbwegs. Nö, leider nicht. Nur hoch geht die Teil. Na, scheiß Wolke.